Ein herzliches Ham Ham, willkommen zurück zu Hamtaro. Und wir waren dabei, den Regenbogen zu retten. Uns fehlt, glaube ich, auch nicht mehr viel. Nur noch die Farbe des Meeres. Die Jungs sind auf ein Abenteuer gegangen. Mit Bootfahren und so. Und die Mädchen wollten jetzt, die shoppen gehen? Nein, sondern gucken gehen im Aquarium-Dingens da. Und hier scheint auch echt Action zu sein. Oh, guck mal, Quallen. Wer bist du? Hammer! Haha, Hammer! Was tust du hier? Ich bin mit Leib und Seele dabei, diesen Leinwand eigentlich eine Mauer zu bearbeiten. Mit anderen Worten, du malst ein Bild. Das stimmt, es ist fast fertig. Kommt doch später wieder und seht es euch an. Das werden wir. Oh, ich kann die Mädchen nicht auseinanderhalten. Hammer! Hammer! Wollt ihr auch die Fische ansehen? Das ist ein Ort der Entspannung, richtig? Richtig! Hört ihr Spaß hier? Ball spielen. Ich übe mit Marina, wie man einen Ball fängt. So, ich dachte, das ist dann vielleicht was anderes. Die sagen wieder dasselbe. Hä? Hier kommen wir wohl nicht vorbei. Oh ja, sicher. Dieses indigofarbene Muschel ist umwerfend. Habt ihr indigofarben gesagt? Eine so schöne Muschel findet man nur in diesem Aquarium, oder? Ja, reicht. Habt ihr das gehört? Ja, sicher. Die indigofarbene Zufahrt befindet sich im Aquarium. Upui! Ditto? Upui, upui? Nein, Ditto, du darfst nicht allein herumlaufen. Upui, upui? Ditto! Es hat keinen Zweck. Sie ist die Einzige, die durch dieses Loch passt. Oh, Ditto! Ja, gerne. Dann müsst ihr das Gatter im Zaun öffnen. Aber wie? Auf dem Zaun befindet ihr einen Schalter. Alles, was ihr tun müsst, ist ihn zu drücken. Auf dem Zaun. Scheiße. Oh, Biju möchte mal was machen. Es geschehen doch noch Wunder und Taten. Steuerung. Bewegen. Und Tipsy? Kletter den Zaun hinauf und weiche den fallenden Bällen aus. Mehr Bonbons, mehr Punkte. Entschuldigung. Boah. Oh, das war ein Ball. Miau. Miau, miau. Miau. Das ist ein Bonbon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die fallen aber schnell. Wie schmeißen die denn so viele Bälle hier rüber? La 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 la. Nein, nein, nein. Gummibärchen. Gummibärchen. Achso. Gummibärchen. Cool. Wunderbar, Biju. Du kannst es doch. Feines Mädchen. Ich hab's geschafft. Gut gemacht, Biju. Jetzt werde ich es öffnen. Da-da! Weiter geht's! Das kleine Mädel kann ganz schön tough sein, was? Oh. Wir spielen Ballfang. Ach, ein Shop. Was haben wir denn? Bild 18, Hintergründe. Wie viele Dinge haben wir denn? 812 sogar. Nehmen wir den Sticker? Ja. Na komm, nehmen wir den Hintergrund. Und den Hintergrund. Ja, vorne und shoppen. Es gibt wieder Ärger. Aber warum hat er den hier noch nicht? Oh, keine Ahnung. Du, 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 du.
Nein. Wir haben jetzt zwei neue Hintergründe gekauft. Ah, Wasser und Herzen. Wasser. Sticker, keine Ahnung. Nicht im Weg. Okay, da ist ein Röhrchen, da müssen wir wahrscheinlich auch durch, ja. Und da kommen wir nicht hin, weil Steine im Weg, okay. Warum sind die kleinen Ditto schon wieder hin? Oh, cool. Hallo? Oha! Erschreck mich doch nicht so! Was machst du da? Das Licht ging aus. Ich bin hier, um es wieder einzuschalten. Geht ihr hinein? Ditto ist wahrscheinlich schon hineingegangen. Ist Ditto eine Freundin von euch? Ja. Verstehe. Dann dürft ihr ebenfalls hinein. Bitte schaltet doch das Licht für mich ein, ja? Das Licht? Ja, den Schalter. Findet ihr, wenn ihr eine der Gabeln hinaufklettert? Vielen Dank. Hier hoch, oder was? Ja, okay. Mädchen. Ah! Er verfolgt uns. Also, die gehen von alleine. Wir stehen auf einem Wassertank. Vorsicht, sonst fahren wir noch hinein. Ist das dort drüben nicht der Lichtschalter? Ah! Ich habe dort drüben Ditto gesehen. Wo? Sie hält dort drüben. Es ist so dunkel und sie ist ganz allein. Sie muss sich sehr vereinsam fühlen. Aber wir kommen nicht zu ihr. Das Wasser ist im Weg. Ich habe eine Idee. Wir können die Quallen im Wasser benutzen. Ah, sie möchte das. Okay, dann macht sie das eben. So, Steuerung. Nach rechts, nach links springen. Hochspringen. Okay, Steuerung. Ach, wollte ich nicht. Wollte Tipsy. Spring mal die Quallen auf die andere Seite. Wenn sie nah genug sind, bleibst du zu lange auf einer anderen Quelle. Dann geht sie unter, sammle Bonbons. Je mehr Bonbons, desto mehr Punkte. Auf der Waage. Oh. Ich dachte, das passt. Gut, ist ja schlimmer als Benjamin Blümchen. Seehosen hüpfen. Ach nee, ich muss drücken gleichzeitig, okay. Woran sehe ich denn, wenn die untergehen? Oh. Boah, das war aber knapp. Cool. Licht an! Und Gott sagte, dass es gut ist oder gut sei oder so ähnlich, ne? Licht! Kamera! Action! Ditto, wo ist sie hin? I don't know. Ham Spezialangriff! Mädchen Power, aber wir sind zu kurz anscheinend. Okay. Wart ihr es, die das Licht eingeschaltet habt? Danke, ihr habt uns sehr geholfen. Ist Ditto hier entlang gelaufen? Ditto? Meinst du diesen kleinen gelben Ham? Wenn es der ist, dann den du suchst, dann musst du dort entlang. Wirklich? Lauf mir hinterher, vielen Dank auch. Oh, wenn ihr in diese Richtung lauft, dann nehmt bitte dies. Ist das ein Brief? Ja, falls ihr aufgehalten werdet, müsst ihr nur den Brief vorzeigen. Vielen Dank. Also seid vorsichtig. Eine Nachbank klopfen. Warum jetzt? Oh,
Die gehen mir so auf. Boah. Ich hoffe, die ziehen wieder aus, sonst kriege ich nur Depression. Ham Ham, Spezialangriff. Die sind zu kurz, okay. Oh, Tikali, nicht weinen. Und da sind wir auch zu kurz. Und da sind wir auch zu kurz. Und wir brauchen Didu. Ich hoffe, man hört das Klopfen jetzt nicht auf Aufnahme. Ey, das könnt ihr nicht hin. Warum? Ihr seht doch, dass der Abstand zu groß ist, oder? Sprecht ihr alle wie Terroristen, ne? Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Es ist konstruiert, dass wenn der verantwortliche Hamster den Schalter umlegt, die Lücke geschlossen wird. Aber was passiert, wenn der verantwortliche Hamster nicht da ist, um den Schalter umzulegen? Es gibt noch einen anderen Weg, den Schalter zu betätigen, soviel ich weiß. Seht ihr das Loch dort drüben? Durch das Loch gelangst du in den Tank. Dort benutzt du die Luftblasen, um dich vorwärts zu bewegen. Hört sich lustig an. Das von Bijou. Oh je, bewegen nach oben, nach unten, okay. Tipsy? Navigiere die Blase nach oben, wobei du den Seepferdchen ausweichen musst. Drücke A, um nach oben zu träumen, B, nach unten zu schicken, ersinken. Mehr Bonbons, mehr Kalorien. Oh Mann, da bin ich müde irgendwie. Ich bin immer müde. Oh, ich hasse das so, weiß ich nicht. Ich bin immer müde. Immer kalt im Moment. Ach so, mit A, ne? War so, war das, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die sind ja... Ah! Scheiße. Die sind ja aktiver als bei Mario. Ja. Ging das schon hin, Bijou, ne? Dass du auf solche Spielchen stehst, hätte ich da nicht gedacht. Ah! Boah, die verarschen mich! Ich habe eine Lücke in ihrem System gefunden. Ach, da ist der Ausgang. Ach, ist auch egal. Hauptsache, ich bin oben. Der Rest ist mir egal. Lal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 
Controller, das ist cool. Autsch. Hallo, meine Freunde. Ham, ham, Finisher. Gut gemacht, Biju. Danke. Auf geht's. So, war jetzt hier noch irgendwo was Verstecktes oder so? Oder war jetzt nur noch da? Gut, das war eigentlich nur der Weg nach oben. Gut. So, müssen wir jetzt wahrscheinlich hier unten lang, ne? Wie hat die du das gemacht, eigentlich darüber zu kommen? Ah. Die du. Upui, upui. Vor, dass es dir gut geht, Tito. Aber von nun an läufst du nicht immer weg, verstanden? Oh boy. Hoho, deine Freunde sind endlich da. Ham, ham. Ja, ham, ham. Upi. Was ist los, Tito? Ja, hat eine Weile herumgejammert. Warum? Weil sie mit den Tassen fahren wollte. Mit was? Diese Tassen dort bringen euch nach unten, aber wenn ihr erst einmal unten seid, kommt ihr natürlich nicht wieder hoch, ne? Ist ja ganz logisch. Dann kommen wir nicht wieder hinauf. Geht ihr dann nach rechts, gelangt ihr hinaus, aber diese Tassen sind nur für Mitarbeiter des Aquariums. Also ist es ja unmöglich, nach unten zu gelangen. Was sollen wir denn bloß indigofarbene Muschel finden? Eine Muschel? Ich bin sicher, dass in einem der Wasserten-Dinger da am Ende des Gangs gesehen habe. Ui! Aber ich kann nicht mit den Tassen nicht fahren lassen. Ich habe eine Idee. Guck dir doch das hier mal an. Ich habe hier so eine Eintrittskarte. Ach, keine Ahnung. So eine Verfügung. Das ist doch... Ach, ja gut. Ihr habt das Licht wieder angemacht. Puh, ja gut, dann dürft ihr mit den Tassen fahren. Juhu! Huhu, wenn das mein Bruder wüsste. Seid ihr bereit also denn? Um in die Tasse zu steigen, drücke A, wenn ihr A seht. Um aus der Tasse auszusteigen, drücke A, um wieder A. Jojo. Hey. Ich hab gedrückt. Aber sie ist draußen, so egal wie. Ich dachte, ich muss das für jede einzelne machen. Hab schon Anfälle gekriegt. Ham, Spezialangriff. Ihr seid immer noch zu kurz. Müssen wir noch irgendwen einsammeln oder was? Achso, wollte gerade sagen. Kommen wir den Tassen nicht vorbei. Oh, blub, 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 Wasser, Fische. Oh, bui! Haha! Das ist sie, das ist die indigofarbene Muschel, oder? Sie ist wunderschön, aber solange sie noch im Wasser ist, dann kommen wir nicht an sie heran. Oh, was ist das denn? Oh, das ist Turtle, oder so ähnlich. Ich kenne ihn gar nicht. Hi, Mädels. Er ist einfach hineingesprungen, hat sie geholt. Hinterher, wir kommen wir nur dort hinauf. Klettern? Ja. Wo ist der hin? Weil die Onipiju, wir können ja ins Wasser hüpfen. Hilfe! Upui! Was ist los, Tito? Habt ihr das gehört? Was? Hilfe, verdammte Scheiße! Seht nur da drüben. Das ist Turtle. Ham, ham. Herr voller mehr trinken und die. Wow, ham, ham. Ham, ham. Sehr nett, aber ich brauche eure Hilfe, Mann. Seid ihr bescheuert? Was ist denn los? Mein Bein, verdammt. Ich habe einen Krampf. Nicht gut. Oh nein, was sollen wir bloß machen? Wir müssen ihm helfen. Nein! Wir können ihnen mit diesem Rettungshängen helfen. Aber wie reichen wir Turtle damit? Überlass es mir. Tickerli schafft das. Frauenpower vor. Was? Wie beim Puppenkastell müssen wir den Turtle den Ring überwerfen. Aber vorher gucken wir uns die Steuerung an.